Oh. nicht schlecht für einen, der nur halb so böse ist wie ich. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu zerstören. Doch es ist zu spät. Wenn die Glocke noch dreimal läutet, ist die Zeremonie beendet und mit dem dritten Trockenschlag werde ich zum Erzdämon Fati. Tja, und Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Oh je. Lass uns aufs Dach gehen. Ja, lass uns aufs Dach. Natürlich macht es uns Vati nicht so einfach. Aber er weiß nicht, dass wir Bomben besitzen. Denn damit hat er nicht gerechnet, dass wir Bomben haben. Mit den Bomben werden wir seine dunklen Pläne vereiteln. Hast du die Glocke gehört, Navik? Nur noch zwei Schläge. Beeilung. Ach, wir haben bestimmt noch Zeit. Vati guckt uns bestimmt heimlich zu und läutet die Glocke jedes Mal, wenn wir einen neuen Raum betreten. Übrigens, das stimmt wirklich. Die Glocke läutet am Anfang von jedem Raum. Ihr braucht euch von dem Spiel gar nicht hetzen lassen. Ihr könnt hier ganz in Ruhe marschieren. Ihr könntet auch nochmal rausgehen und Sidequests machen. Aber wo sind wir denn hier? Oh, die Glocke hat schon wieder geläutet. Drei! Naja. Das kriegen wir auch noch hin. Irgendwann stirbt schon einer von denen. Jetzt lass mich doch hier in Ruhe meine Bombe legen. Lass mich in Ruhe meine Bomben legen, ja wie ihr meint. Dödem. Der Schwarze ist irgendwie stärker, oder? Yay, der erste Rote ist tot. Ja, der Schwarze verträgt mehr. Und sie sind alle tot. Nein, Glücksfragment, yay. Die hat Vati also auch versteckt. Ha! In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorüber gewesen. Aber ihr müsst ja ständig stören. Da will ich nur böse sein. Ach, ist nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämon der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Ha! Böses Loch! Ist das jetzt hier Bosskampf? Böse Teleportation! Ihr stört mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben, denn ich bin so böse. Siehst du mich? Willkommen zum Bosskampf. Oh, 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 oh. Muss ich zunächst die Dinger töten, die um ihn umschwirren? Sieht so aus. Oh, ein Auge. Willkommen in Zelda, da wo man immer Augen schlagen muss. Okay, Laser. Neuer Trick. Gib mir dein Auge. Ey, du Schuft. Autsch, das tat weh. So, das wären weitere Treffer gewesen. Was machst du denn jetzt? Oh nein! Okay. Das sind also die Augen in Verkleidung. Wie durchbreche ich denn der ihre magische Hülle jetzt? Boomerang? Ja, das bringt's ja. Autsch! Ah,
Ich laufe hier auf ein Problem zu. Wenn ich mich hier nicht... Ah! Ich hab dich durchschaut. Deine Augen haben keine Macht mehr über mich. Oh, aber dein Feuer schon. Nimm das und das und das und das. Ja. Ah. Nein, Feuer! Jetzt hör doch auf, hier einen Dicken zu machen. So, da hast du. Du explodierst ja schon. Gar nicht so schlecht. Ich habe dich unterschätzt, doch du vergisst, ich bin böse. Was sagst du dazu? Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht bezwingen. Du bist ja noch hübscher geworden. Okay. Ich verstehe. Hoffentlich. So muss ich jetzt seine Augen einschlagen. Ich treffe doch die vier Augen ständig gleichzeitig. So, nimm das, das, das. Pfeile. Wunderbar. Das ist ein richtiges, das ist ein richtiges. Das ist ein falsches. Damit werden die richtigen doch gelüftet. Ja. Nimm das, 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 das. Versteckst du darin eigentlich auch Pfeile für mich? Oh, schon die vier Augen gefunden. Wunderbar. Ah, scheiße. So, lass mich in Ruhe. Ich will dich doch nur töten. Oh, wow. Einen Schlag oder so gelandet. Okay. Damit hätten wir die Augen freigelegt, das ist gut. Nimm das, 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 das. Okay, ein falsches Ding. Ein richtiges, ein richtiges. Und noch ein richtiges. Damit wüssten wir jetzt schon mal die Augen. Na, das ist falsch.
Ach, so nah und noch so fern. So. Nimm das. Da habe ich ja noch 3 Feen und noch was, falls noch was kommt. Das darf nicht sein. Ich bin ein Dämon und böse. Ich bin mächtiger als andere, weil ich so böse bin. Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren, das lieb ist. Oh, das war's. Na dann sind wir ja wieder hier. Das hast du gut gemacht. Jetzt lass uns Zelda schnell vom Fluch befreien. Okay, wir versuchen's. Gut, Navik. Jetzt verwandle Zelda mit der Kraft des Schwertes der 4 zurück. Ach nö. Ich dreh nochmal um. Huch, da bin ich ja. Navik, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Navik. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kamen noch rechtzeitig. Ein Erdbeben. Oh nein, das... Oh, das kenne ich doch aus Ocarina of Time. Ja, dann fliehen wir aus dem Schloss. Wie, das müssen wir nicht selber machen. Na, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur heiligen Stätte. Wo waren die nochmal? Ah ja, ich erinnere mich. Hier lang, Zelda. Und jetzt hier lang. Geh du schon mal in die heilige Stätte. Ich habe was anderes vor. Feen. Heilen wir uns doch nochmal. Dann rüsten wir alle Items auf. Komm, wir heilen uns auch vollständig, Zelda. Hast du zufällig noch ein Butterbrot geschmiert? Ich habe auch Hunger. Wir scheinen ja genug Zeit zu haben von diesem schrecklich einstürzenden Turm. Muss ich Vati einen Brief schreiben, dass Gunny das besser kann? Das will ich haben. Woo! Was zur Hölle? Habt ihr das gesehen? Ja, Zelda. Du kannst fliegen. Das gefällt mir ungemein gut. Okay, zur heiligen Stätte. Genug Ablenkung. Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämons Vati, der das Frost erlangt hat, erfahren. Oh, hi. Du bist ja noch hübscher geworden. Was hast du denn jetzt vor? Wie sieht denn hier die Gegend als Minish aus? Nicht viel rosiger. Item Spam. Oh! Okay. Jetzt verwandle dich auch, Link. Siehst doch da ein Minish-Türchen. Ich sollte rausgehen, glaube ich. Aber ich kann das Herz nicht einsammeln. Frechheit. Okay. Ach komm schon, Vati. Den Trick kenne ich inzwischen. Müsste nur mal treffen. Wow. Und es werde Licht. Hm.
Okay. Oh, vier Augen. Bam. Ich will auf die einschlagen. Geht nicht. Sie schießen Energiebälle. Ja, das kennen wir doch schon. Wow. Na toll, 3 von 4 getroffen. Riesenausbeute. Das kriege ich nicht mehr. Yay! Und dann, wenn er unten liegt und ich Schaden machen kann, bin ich nur noch einer. Wunderbar. Na los, schieß deine räudigen Energiebälle. Nimm das, 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 das! Da-da-da-da-dam-dam. Oh, schießt ja wieder direkt Energiebälle. So, den muss ich jetzt ausweichen. Oh, die werden immer schneller. Satz mit X. Jetzt schießt schon. Ja, wunderbar. Hat er mich erwischt. So, was macht er jetzt? Oh, er schießt wieder. Wie nervig. Ändert er auch mal seine Taktik? Oh ja. Oh. So etwas Dummes. Was ist mit der Kraft des Frosts? Der dämonischen, bösen Kraft? Ja. Also auf alle Fälle da ein paar schön funkelnde Löcher, Fati. Mal, was wir da haben. Eine Mütze. Oh, Navik. Schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Fati besiegt. Das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss. All die Menschen. Ich kann fliegen. Kann ich jetzt zum ersten Mal. Ha! Ich bin ein Mensch in Menschengröße. Ha, wer hätte das gedacht? Nun, da Fati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Eselo. Ich bin der Weise von Tyloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir, viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört, doch gib die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Nimm die Mütze, Zelda. Du siehst lächerlich aus. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch. Meinen sind am Zaubern und Link guckt nur zu. Ding! Sind das die Ocarina of Time Credits? Ja! Oh, alles wird wieder gut. Und alle sind gerettet. Plop, 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 plop.
Da da dam. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze zittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Vati so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Forstes konnten ein Wunder vollbringen. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tyloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tyloria. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid. Doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Narvik, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. Und so wurde die Geschichte von Links Mütze erklärt, bis die Zelda-Timeline kam und Skyward Sword davor gesetzt hat und Link auch schon eine Mütze hatte. Lebe wohl! Das Tor ist verschlossen. Die Credits! Das heißt, dass ich jetzt über das Spiel reden kann. Wie ich es fand. Zunächst einmal muss ich sagen, nach den Credits ist noch nicht ganz Schluss. Es gibt noch vier kleine Kleinigkeiten, die ich machen will. Aber kommen wir dazu, wenn die Zeit gekommen ist. Erstmal mit dem Spiel. Ich finde es wunderbar. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht zu spielen. Und hoffentlich auch euch Spaß gemacht anzugucken. Fangen wir vorne an mit der Story. Es ist ein Zelda-Spiel. Du hast deinen Bösewicht. Ich finde es wunderbar, dass er hier aktiv agiert. Man ihn zwischendurch mal seine Zauber und Machenschaften machen sieht. Wie er den König übernommen hat und so weiter. Also gegen die Story kann ich nichts sagen. Für ein Zelda-Spiel ist die gut. War zwar nicht Ganondorf, aber Vati war ein guter Gegner. Die Story hat er gut vorangetrieben. Worüber kann ich jetzt reden? Die Dungeons. Ja, die Dungeons. Die Ideen waren toll, nur manchmal waren die Dungeons zu linear oder klein, fand ich. Der zweite Dungeon zum Beispiel, das war der Feuer-Dungeon, in dem ich auch die Lore benutzt habe. Du hast gerade angefangen zu verstehen, wie die Lore funktioniert, bist ein bisschen hin und her gereist und dann warst du beim Boss. Das war ein bisschen kurz. Auch manche Dungeons waren zu linear. Du wusstest ziemlich oft direkt, wo du lang gehen musst. Und ich glaube nicht nur, dass es daran lag, dass ich ein bisschen erfahrener bin. Der letzte Dungeon war auch linear, bis auf die eine Stelle da mit der Wand, die ich freisprengen musste, wo man den Sprengpunkt von der anderen Seite nicht gesehen hat, war der linear. Du wusstest immer, wo du hingehen musstest, weil du sonst nirgendwo hingehen konntest. Ich kann immer nur wieder da meinen Lieblingstempel nennen, der Waldtempel aus Ocarina of Time. Davon wünsche ich mir mehr und davon hatte Minish Cap gar nichts zu bieten. Aber abgesehen von den beiden Kritikpunkten waren die Dungeons gut. Sie waren abwechslungsreich. Sie waren vielseitig. Sie waren gut. Sie waren auch herausfordernd. Kommen wir also zu den Gegnern. Was kann ich zu den Gegnern sagen? Ich fand sie gut. Kamen einige neue drin vor. Die Katzen mit den Schwertern sehe ich so nicht. Nochmal in einem anderen Zelda-Spiel. Ich könnte mich aber auch irren. Nö. Die Gegneranzahl war gut. Die Bosse haben mir gefallen. Die waren auch schön abwechslungsreich. Mal als Minish draufhauen, mal als erwachsener Link. Das war schön. Da ist auch ein Boss. Da sehen wir ihn, den grünen Schleim. Später dann als Zwischenboss nochmal als blauer Schleim mit Elektroblitzen aufgetaucht. Gegner und Bosse fand ich gut. Sidequests. Boah, Sidequests sind in jedem Spiel auch Bombe. Allein schon das Fragmente fallen, da kannst du dich ewig dran aufhalten und bist immer noch nicht fertig. Es ist ziemlich oft ziemlich viel Sinnloses dabei, aber dafür ist es auch nicht sonderlich schwer, jemanden zu finden. Oh, so geht die Geschichte weiter. Solange die Kraft des Forces will.
Wie gesagt, Sidequests sind spitze. Speichern. Denn, ja, Sidequest ist Bombe. Denn in diesem Zelda-Spiel ist es so, dass man nach der Hauptquest noch eine, zwei Sachen machen kann. Das schauen wir uns jetzt auch an. Ach, dunkles Schloss Hyrule, habe ich hinter mich gebracht. Ich war soweit fertig. Ich finde das Spiel richtig gut. Abwechslungsreich. Und die Kritikpunkte hatte ich, was ich toll fand, hatte ich. Oh, ich brauche eindeutig mehr Übung darüber. Dazu in den Credits zu rennen. Und die Credits waren zu kurz. Ich konnte gar nicht alles in Ruhe sagen. So. Ich fand die Credits scheiße. fangen wir mal hier an. Jetzt zu gucken, denn ich meine, der Typ hier müsste spätestens jetzt neue Statuen für uns haben. Hi, na? Ah, ich habe auf dich gewartet. Es sind neue Figuren fertig geworden. Ja. Wie viele Muscheln möchtest du setzen? 4%. Dann gibt's mehr als nur zwei neue Figuren. Und das wusste ich auch schon die ganze Zeit, denn nachdem man das Spiel durchgespielt hat, gibt es insgesamt 6 weitere Figuren, die man kriegen kann. Ich hoffe, dass ich jetzt alle kriegen kann. Was haben wir hier? Darin finden wir Zelda und Navik, wie sie Händchen halten. Unglaublich, oder? Unglaublich. Möchtest du es noch einmal probieren? Ja, klar. 3%, okay. Hm. 98 Muscheln also, ja klar. So, wen kriegen wir hier jetzt? Minish Eselo. Herzlichen Glückwunsch. So, während ich das hier gerade mache, ich werde höchstwahrscheinlich noch einen kleinen Part machen, wo ich dann alle Statuen zeige, die es gibt. Nachdem ich sie ja jetzt eh alle habe. Es wird aber ein eigener Part sein, so ein extra Part dann. Ja, ja, nimm meine 99 Muscheln, du Gierschlund. Und dann stelle ich die alle vor. Ihr könnt sie euch angucken, ich lese den Text dazu vor. Ist allerdings auch ein Part, den ihr einfach auslassen könnt, weil er nichts Story-Relevantes mehr erzählt. Schwarzer Ritter. Okay. Ja, der Schwarze Ritter ist mir in Fatis Schloss begegnet. Der war eine Nummer heftiger als die anderen. Ah, wieder 99 Muscheln, wie es aussieht. Habe ich überhaupt genug Muscheln, jetzt alles zu holen? Gott, das wäre grausig, wenn nicht, ne? Das wäre grausig, wenn nicht. Dämonenparty. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Muscheln habe ich noch? 261. Ich kann noch 2 Statuen einfach so holen. Ja. Ach ja, und was ich nicht mag, ist dieses dämliche Mini-Tendo-Spiel hier. Und zusätzlich noch dazu mag ich nicht, dass daran auch noch eine Sidequest hängt, von der man ein Herzteil bekommt. Das, finde ich, ist das absolute Manko an diesem Spiel. Weil es einfach ewig dauert. Gift-Dämon-Farty. Okay, reden wir nochmal mit ihm. Ja klar, möchte ich es noch einmal probieren. Hm. 100 Muscheln, ja. Und ich ziehe an dem Hebel. Was erscheint jetzt? Erzdämmern-Fati. Unglaublich, du hast jetzt alle Figuren, die in der Level neue herstellen. Fehlen mir noch welche. Dann habe ich irgendjemanden nicht besucht. Das wäre schlecht.
Glücksschmetterling. Aha. Das Name Glücksschmetterling fehlt mir und danach fehlt mir auch noch eins. Mir fehlen zwei. Das ist nicht gut. Die werde ich dann wohl nachgucken müssen und dann im nächsten Teil holen. Wow, gibt's noch zwei Teile im Anschluss. So, was mache ich jetzt? Jetzt reise ich zu dem Goron, denke ich. Zu einem großen Goron, der meinte, ich sollte wiederkommen, wenn ich eine Heldentat verbracht habe. Ah, Gott, und dann muss ich niesen. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. So, hier oben ist er. Hi, na? Herzlich willkommen, mein putziger kleiner Mützenmicht. Schön, dass du mich hier im letzten Winkel des Gebirges besuchen kommst. Trägst du da etwa ein Schild in deiner Hand? Für uns Goron ist das die allergrößte Delikatesse. Oh, bitte, mein lieber Mützenmicht, lass mich von deinem Schild probieren. Na gut. Ja, und nach dem Spiel kann man den Goron das Schild fressen lassen. Kampfklang, oh, wie vorzüglich. Es stimmt tatsächlich, erlesenes Futter. Und jetzt müssen wir irgendwann später wiederkommen. Deswegen sammle ich jetzt flott noch was anderes ein. Zu diesem wird mal reisen. Ja, bitte. Denn ich habe noch nicht die Schmetterlinge, die ich freigeschaltet habe, eingesammelt. Das war, die sind erschienen, als ich Fragmente mit den Göttinnen vereinigt habe und hier irgendwo war einer. Ah, da rechts von mir. Ah, eine goldene Schlange. Stirb! So, hier muss der Schmetterling sein und da unten ist er auch. Dann holen wir uns den. Schmetterling! Jetzt kannst du schneller graben als vorher. So, der zweite Schmetterling war... Wo war er denn? Der war auch hier unten? Ja, da war er auch. Der war hier bei der Ruine des Windes. Da ist er. Ein Glücksschmetterling. Jetzt kann ich Pfeile schneller abschießen. Hätte mir vielleicht was gegen Fati genutzt. Wo war der letzte? Ich glaube, der letzte ist am Friedhof aufgetaucht. Oh Gott, so ein langer Fußmarsch. Und jetzt stellt sich noch einer vor, ich liege damit falsch. Ta-ta-ta-ta-tam. 1, 2, 3, 4. Und hier wieder hoch. Tal der Königsfamilie. Hier, kommt, lasst mich alle in Ruhe. Licht. Ah. Wunderbar. Oben. Und jetzt? Links. Oben links. Oben links links. Oben links links oben.
Ah, lass mich raus. Oben, links, links, oben, rechts. Oben, links, links, oben, rechts. Oben, links, links, oben, rechts, also oben. Und geschafft. So, wo geht's jetzt lang? Hier will ich auf den Friedhof, ganz genau. Ich hoffe doch, dass das Vieh hier aufgetaucht ist. Glücksfragmente erhalten. Die Fragmente sollen Glück bringen. Ah, da ist es auch. Ein Glücksmetterling. Jetzt kann ich schneller schwimmen als vorher. Ein Glücksfragment. Diese Fragmente sollen Glück bringen. Fliege ich jetzt noch zum großen Goronen rüber? Jo, jo, jo. Zu diesem Wind mal reisen. Hoffentlich hat der Gorone mein Schild schon fertig. Sonst muss ich ihn bestrafen. Oder so. Oder Spirit. Noch ein Stückchen probieren. Okay, dann beende ich den Part hier. Im nächsten Part werde ich... Wow, es kommt noch ein nächster Part. Im nächsten Part werde ich dann die letzten Minish-Figuren kriegen, also für die Minitendo-Galerie. Und wieder hier mit dem Goronen sprechen, der hoffentlich dann genug gemampft hat. Fresssack. Bis dahin, alles Gute, euer Navik. Ciao.